Culture Berlin Shopping Guide mit sehr viel Grün heute vor der Kamera. Wir sprechen heute über Borussia Mönchengladbach. Ja, wir schwören Stein und Bein heute. Ja. Darauf, dass wir gute Transfers mitgebracht haben, schwören wir. Hoffentlich für das vielleicht eines der Problemkinder der Bundesliga, eines der Sorgenkinder zumindest, denn kaum irgendwo ist so viel passiert wie bei Borussia Mönchengladbach und da sind einige Spieler gegangen, für die man in einer besseren Welt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld bekommen hätte. Und die große Aufgabe ist eben jetzt trotzdem hinten raus einen konkurrenzfähigen Kader auf den Platz zu bringen. Wir sehen jetzt in den Mannschaften, die wir aufgestellt haben, schon einen Neuzugang fest mit dabei, weil er auch schon ganz offiziell fest verpflichtet ist. Das ist Franck, glaube ich, Honorat, von Stade Brest gekommen für so 8 Millionen Euro. Ja, ich glaube, kann noch ein bisschen ansteigen, aber ja, 8 Millionen Ablöse. Sofort eingebaut und auch quasi schon im Kopf vielleicht ein bisschen vom Budget mit abgezogen. Aber ich will noch einmal auf die Abgänge zu sprechen kommen. Thuram, Benze Baini, Jordan Bayer, Jonas Hofmann, Lars Stindl. Dann haben wir jetzt für uns schon eingeplant Verkäufe von Kone, wenn ich das richtig sehe, Elvedi. Ja, Elvedi hat wohl eine Klausel im Vertrag, wenn er im kommenden Jahr 20 Spiele macht, dass er dann automatisch eine Vertragsverlängerung bis 2025 hat. Ist brandneue Information für mich, aber trotzdem halte ich es für möglich, dass einer von beiden verkauft wird. Ich habe mich dann eben auch für Elvedi entschieden. Und Kone, aktuell ist es nicht ganz heiß. Der hat sich auch bei der U21, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan. So 6 Wochen Ausfallzeit. Aber, ey, lass es mal den 20., 21., 22. August sein. Lass mal noch 3, 4 Premier League-Clubs nicht die Spieler bekommen haben, die sie gerne bekommen hätten. Und dann wird so eine Kone-Personale plötzlich auch ganz attraktiv. Deswegen, ich halte das auch für möglich, dass da sehr spät im Transferfenster durchaus noch was passieren kann. Um nochmal die Dramatik zu unterstreichen, Gladbach hat letzte Saison 52 Bundesliga-Tore erzielt. Und von den Namen, die ich gerade aufgezählt habe, haben 45 Tore genau diese Spieler erzielt. Also nur 7 Tore von anderen Spielern, die jetzt noch im Kader sind. Es gab außer Honorat noch ein paar Neuzugänge. Weigel wurde fest verpflichtet. Stimmt, man hat Kiarodia geholt von Werder Bremen. Man hat einen Robin Hack geholt. Zusammen ist man da schon so bei 20 Millionen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kone vielleicht doch keinen Abnehmer findet. In meiner Welt habe ich ihn aber trotzdem verkauft, weil ich brauche die Millionen, um sie halt in eine neue Säule, in ein neues Grundgerüst von Borussia Mönchengladbach zu stecken. Kone to Saudi-Arabien, watch it auftauchen. Ja, wenn dann Premier League, aber wer weiß, sind schon andere nach Saudi-Arabien gegangen. Paris ist eigentlich immer auch gut darin, ohne Konzept möglichst viele zentrale Mittelfeldspieler zu verpflichten. Von daher kann man das auch nicht ganz ausschließen. Wir haben, ich habe 4 Transfers mitgebracht, du hast 3 Transfers mitgebracht. Ich kann sagen, Innenverteidigung, zweiter, Sechser und Stürmer sind meine Kerntransfers. Links außen ist Bonus. Kann man machen, muss man nicht. Wir haben ja auf links außen zumindest nominell auch ein paar Leute. Mit Plea sieht es wohl ganz gut aus, dass der bleibt. Robin Hack geholt, Wolf ist noch da, Hannes Wolf. Ob man will, dass er da ist, ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Ganz kurz noch, wir haben beide im 4-2-3-1 aufgestellt. Wir haben ja auch einen neuen Trainer in Gladbach. Ja, Gerardo Ceoane. Genau, der ein Verfechter zumindest von der Viererkette ist. Bei Bern viel 4-4-2 quasi gespielt hat. Aber dann zuletzt bei Leverkusen auch viel 4-2-3-1. Ich bin gespannt, wie das dann am Ende bei dir aussieht. Ich würde dann vorschlagen, dann mach doch mal dein Backup links außen. Oder Backup weiß ich gar nicht. Das ist kein nicht, Backup. Okay. Also, aber kann ich gerne machen. Kommen wir, fangen wir damit an. Muss natürlich mal chronologisch von hinten nach vorne aufbauen. Dann fange ich mit meinem Linksaußen an. Es ist ein, also ich finde, Gladbach hat durch den Abgang von Markus Thuram vor allem extrem an 1 gegen 1 Dribbling-Qualitäten eingebüßt. Der war ein Spieler, der das gut konnte. Sonst finde ich, ist dieser Kader damit nicht gerade gesegnet. Franck Honorat hat Tempo und Dynamik, aber ist auch kein 1 gegen 1 Spieler. Ist auch jemand, wo ich sagen würde, der ist je weiter, also ist außen gut aufgehoben und kann dann ohne Ball ins Zentrum ziehen und in Positionen kommen, aber ist keiner, der das mit Ball für dich macht. Ich finde auch, Ngumu hat mich nicht nachhaltig überzeugt. Seine Statistiken im 1 gegen 1 sind auch ziemlich bescheiden, um nicht zu sagen, sehr, sehr schlecht. Und deswegen habe ich überlegt, okay, ich fände es gut, wenn Gladbach in der Offensive einen qualitativ hochwertigen 1 gegen 1 Spieler hat, der Situationen auf engem Raum im Dribbling auflösen kann. Und habe mich dafür einen Mann entschieden. Ganz kurz, ich muss einmal reingrätschen. Wir haben noch kein Budget gesagt. 30? Ja, beziehungsweise ich habe die 10 schon von Honorar abgezogen. Ich nicht. Ah ja, gut. Dann gehen wir mit 30, dann bleiben wir beide im Budget. Wir gehen mal mit 30. Also der Spieler hier ist eh offen, ob man ihn sofort fest verpflichten würde. Das ist ein Spieler, der ist 21 Jahre alt, hatte vor 2 Sommern einen
prominenten Wechsel für 12 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam bekommen, hat dann aber dort überhaupt nicht funktioniert und ist dann in der abgelaufenen Saison zu seinem Jugendverein, kann man sagen, zurückgekehrt, um sollte da wieder zu alter Stärke finden, hat er auch gemacht, kann man zumindest sagen, hinten raus. Es ist Mohamed Darami. Ah, oh, Kopenhagen. Kopenhagen, genau da ist Köbenhauen. Der Mann zumindest leihweise zu Hause gewesen, ist jetzt zu Ajax zurückgekehrt. Ja. Hat auch in Kopenhagen anfangs einen schweren Stand gehabt, ist dann aber immer besser in die Saison reingekommen und hat letztendlich die Saison beendet, glaube ich, in Dänemark mit 8 Toren und 4 Vorlagen. Und ich glaube trotz allem aber, dass es nicht reicht für Ajax. Ich glaube, Ajax hat andere Pläne und wird nicht auf Darami setzen und wären offen dafür, ihn abzugeben. Die Frage ist, in welcher Form. Ich könnte mir sogar vorstellen, sein Vertrag läuft bis 2026, dass Ajax mitspielen würde bei einer Leihe plus einer Kaufoption im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Also 10 Millionen Euro, 11 Millionen Euro wäre, glaube ich, so ein Modell, was ich mir für den Spieler tatsächlich gut vorstellen könnte. Warum Darami? Weil Darami bei allen Dingen, die oft nicht gut funktionieren bei ihm, ist so ein bisschen die Entscheidungsfindung und das Endprodukt, er ein hervorragender 1-gegen-1-Spieler ist. Er ist laut Y-Scout in der dänischen Liga mit deutlichem Abstand der Spieler gewesen mit den meisten Dribblings pro 90 Minuten, 10,45. Zum Vergleich, Coman, der natürlich in einer deutlich schwierigen Liga spielt, macht da 8,79 und hat dafür eine deutlich höhere Erfolgsquote, Kingsley Coman, bei seinen Dribblings. Aber Darami hat einfach ein extrem hohes 1-gegen-1-Volumen, sucht immer wieder diese Duelle und überzeugt da auch zumindest auch beim Kreieren von Chancen und Abschlussgelegenheiten. Hier ist mal Radarbild mit dem Percentile-Ausschlägen, also wie er abschneidet im Vergleich in der dänischen Superliga. Und da sieht man, dass er halt im Bereich Dribbling, im Bereich Chancenkreierung, echt Spitze der Liga ist. Da gibt es in Dänemark in dem Fall keinen besseren. Es ist auch eine Liga natürlich, die vom Niveau her auch, ich ansehen würde, so auf ordentliches Zweitliganiveau, würde ich glaube ich sagen. Mhm. Es gibt in der Spitze ein paar bessere Teams, aber so in Summe ordentliches Zweitliganiveau. Er hat ein hohes Volumen an progressiven Läufen und Ballkontakten im Strafraum, wieder vergleichbar mit Coman, auch da ähneln sie sich so ein bisschen. Und das Schöne an Darami ist, er kann sowohl Touchline-Winger sein, also jemand, der Breite gibt, als auch in den Halbraum reinziehen. Und was man tatsächlich oft bei ihm sieht, ist auch, dass er eben angespielt wird auf Außen und dann von da aus mit Ball in den Halbraum reinzieht und dann dort eben was kreiert. Hier ist auch eine Szene dabei, wo er ein Tor schießt gegen Silkeborg. Wird außen angespielt, kombiniert sich in die Mitte, spielt einen Doppelpass mit einem Mitspieler und schließt dann eben aus einer leicht schrägen Position raus ins lange Eck ab, macht so ein schönes Tor. Er hat sich körperlich, wie ich finde, entwickelt, wenn man ihn anschaut. Er ist 1,80 groß, ist aber deutlich robuster geworden im Oberkörper, ist dadurch auch besser geworden, darin sich durchzusetzen und auch mal so Schulter-an-Schulter-Duelle zu gewinnen. Es ist ein chaotischer Spieler, der definitiv noch ein Rohdiamant ist, aber was ja auch unter Seoane Leverkusen gerade im ersten Jahr super stark gemacht hat, waren diese überfallartigen Umschaltmomente, die Momente, in denen Spieler wie Diaby mit Frimpong mit Tempo einfach durchgestoßen sind. Und ich glaube, das sind Qualitäten, die Darami auch mitbringt und mit denen Seoane ziemlich gut arbeiten könnte. Super Spieler. Mochte ich sehr, vor seinem Wechsel zu Ajax. Und da habe ich ihn, da ist er mir besonders aufgefallen, ich glaube bei einer U21-EM damals, müsste das gewesen sein, der ist halt einfach ultraschnell auch, da war er noch sehr schmal, würde ich sagen. Aber wenn du sagst, er hat ein bisschen draufgelegt. An Oberkörper, also Oberkörper. Ja, das wird ihm enorm helfen, weil da wurde er sogar auf dem Niveau schon manchmal ein bisschen abgedrängt, hat sich manchmal auch verzettelt dann im 1-gegen-1 so. Aber der wird auch erfahrener geworden sein. Super spannender Spieler. Genauso einen hätte ich auch noch gerne gehabt. Bei mir hat das Geld halt dann in meinem Kopf mit 20 Millionen vorne und hinten nicht mehr gereicht. Und da man halt nominell einige Spieler da links außen hat. Aber das Argument gerade mit den Umschaltmomenten und das Seoane, so ein Spieler würde dann meiner Startelf auch noch ganz gut stehen. Sehr, sehr guter Transfer, gefällt mir richtig gut. Der Spieler, wie gesagt, jetzt das letzte Jahr leider ein bisschen aus den Augen verloren, weil dänische Liga jetzt bei mir nicht so häufig läuft. Aber spannender Spieler. Also es hat genügend Potenzial vorhanden, dass ich sagen würde, das wäre ein Gamble, der sich lohnen würde. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gedacht, dass er bei Ajax ein bisschen größere Rolle spielt. Da war er wohl noch nicht ready, aber Gladbach scheint die richtige Kragenweite zu sein. Dann lass uns doch mal von hinten nach vorne gehen, weil das passt bei mir auch ganz gut, weil mein Innenverteidiger ist wirklich einer, wo man nicht euphorisch wird. Also das ist vor allem im Vergleich zu den anderen Transfers, zu den beiden, die ich dann noch habe. Ich finde halt einfach, also ich musste vor allem hier günstig sein, weil meine Kohle fließt in die beiden Offensiven.
also muss ich hier günstig sein, ablösefrei oder Laie? Ich habe mich für eine Laie entschieden mit einer Kaufoption. Das ist, glaube ich, auch die richtige Strategie bei dem Spieler. Ich finde nämlich, dir fehlt ein erfahrener Linksfuß für die Innenverteidigung. Also wir haben viele, die mit rechts spielen können. Sie haben auch ein paar Junge jetzt mit Giarodia und auch ein, zwei, glaube ich, aus der eigenen Jugend mit dabei. Aber ja, ein erfahrener, spielstarker, passstarker Innenverteidiger, der auf der linken Seite vor allem gut spielen kann. Und da gibt es einen, über den ich gestolpert bin, den kennen wir alle. Der hat letztes Jahr bei seinem Verein, da war er auch ausgeliehen, quasi keine Rolle gespielt, lag auch an Verletzungen. Jetzt wird er bei Paris Saint-Germain keine Rolle spielen, da bin ich mir ganz sicher. Die haben nämlich gerade zwei Innenverteidiger verpflichtet und haben jetzt nominell 7 Innenverteidiger im Kader. Auch da sind einige aus der Jugend hochgekommen. Dann weiß ich, glaube ich, wer es ist. Abdou Diallo. Ja. Abdou Diallo, Bundesliga-erfahrener Spieler, jahrelang Bundesliga gespielt und das auch sehr erfolgreich. Letztes Jahr nicht erfolgreich, denn sehr wenig bei RB Leipzig. Ein fixer Wechsel wäre, glaube ich, A, zumindest in meinem Budget zu teuer und auch zu riskant. Ich glaube, man muss erst mal sehen, zu was Diallo noch in der Lage ist. Dass der noch spielen kann, weiß ich, weil er hat jetzt auch für Senegal wieder gespielt. Das sah echt ordentlich aus, habe ich mir einiges angeschaut. Aber eine Laie, glaube ich, mit Kaufoption ist für alle im Interesse, weil er wird bei PSG keine Rolle spielen. Dass der Spielpraxis sammelt, mehr als letztes Jahr, ist hilfreich für alle Beteiligten. Und ich glaube, Gladbach ist auch die richtige Kragenweite. Er ist Nationalspieler des Senegals. Ist nicht auch im Januar Afrika Cup? Oder ist nicht Afrika Cup 2024? Das weiß ich immer nicht, wann der stattfindet. Ich meine schon, und das wäre ja auch ein Argument für ihn, irgendwo hinzugehen, genau, wo die Chance auf Spielzeit ganz ordentlich ist. Afrika Cup überrascht mich jedes Mal wieder, wann er stattfindet. Nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch das Jahr. Wenn der Stammspieler wird, glaube ich, kann man den relativ günstig holen. Ich glaube, Marktwert liegt bei 12 Millionen, habe ich mir jetzt gar nicht notiert, aber so in dem Dreh. Vielleicht kriegt man ihn da ein bisschen günstiger. Wie gesagt, keiner, wo man euphorisch wird, aber enorm passsicher. Gerade so Langpassspiel sehr stark. Einer, der wenig Fouls braucht, gut in der Luft dazu, ist 1,87, kennt die Liga. Für mich so ein Low-Risk-Move und neben Itakura, glaube ich, ein sehr spielstarkes, passsicheres Duo, was ich auch bei Seoane gar nicht schlecht finde. Definitiv. Und also, ja, ich weiß nicht, was Diallo jetzt konkret für Verletzungen hatte und wie viele Spuren hinterlassen haben, aber es gab ja mal Gründe dafür, dass verschiedenste Vereine von Borussia Dortmund, wer auch immer, viel, viel Geld für ihn auf den Tisch gelegt haben. Also ja, da steckt ja definitiv ein Spieler drin mit Potenzial und das auf der Ebene abzuwickeln, wo ich es auch für realistisch halte, weil der Spieler, glaube ich, auch ein Interesse daran haben muss, irgendwo mal wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen, ja, macht absolut Sinn. Macht Sinn, würde ich so unterschreiben. Und ist 27, das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie... Ist kein Opa. Genau, ist kein Opa. Athletisch einfach nicht so da, die Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auch nicht mehr so da, aber trotzdem mit der Erfahrung und der Passsicherheit. Finde ich einen guten Transfer. Mein Mann ist auch kein Opa, er ist sogar noch ziemlich jung, für einen Innenverteidiger erst recht. Er ist im Februar 22 Jahre alt geworden und hat die abgelaufene Saison, wie das Jahr davor, auch ebenfalls in Frankreich gespielt. Wobei, Diallo war ja leihweise in der Bundesliga. Das stimmt. Aber sein Stammverein ist ein Verein in Frankreich. Ja. Und das ist ein Verein, zu dem Borussia Mönchengladbach bestehende Geschäftsbeziehungen hat, denn da haben sie schon ein paar Mal zugeschlagen, wo ich mir dachte, das könnte man ja noch ein drittes Mal machen. Sie haben Manu Kone von dort geholt, sie haben Ngumbo von dort geholt und ja, der Verein, von dem ich rede, ist natürlich Toulouse. Ja. Und die haben einen jungen Innenverteidiger, Anthony Rolt. Ja. Ich kenne den Namen und ich weiß auch nicht, wie man ihn genau ausspricht. Ich finde es sehr schwierig. Es sind sehr viele Vokale hintereinander, ja, von denen ich weiß, was ich mit ihm machen soll. Ist aber einer, der sich in FM sehr gut entwickelt und deswegen bei mir mehrfach aufgetaucht ist. Deswegen habe ich mich jedes Mal gefragt im Stream bei Twitch, ja, fuck, wie spreche ich diesen Mann aus? Und wir haben uns auf Ruhe geeinigt, ja. Hinten raus ist ein bisschen Freestyle. Ja. Und den Mann meine ich auf jeden Fall. Der hat nämlich bei, ist 22 Jahre alt, ist kein Linksfuß. Itakura hat den Vorteil, wenn man sich die Vergangenheit von Itakura anschaut, hat er in diversen Kontexten schon auch den linken Innenverteidiger gegeben. Das ist für ihn kein Hinderungsgrund. Und Roh ist 22 Jahre alt, hat nur noch Vertrag bis 2024. Unter anderem Marseille gilt wohl als interessiert. Und was ich gelesen habe, ist Toulouse gesprächsbereit ab einer Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mal 9 jetzt veranschlagt. Das wäre jetzt die Summe, die ich jetzt hier notiert habe. Und das ist ein überschaubarer Preis. Vor allem, weil ich glaube, Gladbach muss auch nach wie vor wieder dahin, was sich stark gemacht hat, nämlich Spieler in einem Alter zu holen, wo du weißt, da kann noch was kommen
und dann Werte schaffen. Werte schaffen über einen Zeitraum von 2-3 Jahren und dann nicht wie zuletzt geschehen, diese Werte ablösefrei ziehen lassen, ja, sondern gewinnbringend verkaufen, um dann dieses Modell auch wirklich am Laufen zu halten. Und Roh wäre genau jemand, der in diese Kerbe reinschlägt. Ja. 1,86 groß, Rechtsfuß, wie gesagt, bei Toulouse 37 von 38 Spielen gemacht, diese 37 in der Ligue 1 alle auch über die volle Distanz, also der hat wirklich Meilen gemacht in der abgelaufenen Saison. Das ist ein Spieler, der einfach ein sehr rundes Gesamtpaket mitbringt. Der hat in allen Passstatistiken weist er solide bis ordentliche Zahlen auf. Ich finde, dass er auf mittlere Distanz Stärken hat und da im Passspiel sehr gut ist, sehr gefällig. Er weist statistisch auch auf, dass er lange Pässe gut kann. Ich finde, wenn man sich anschaut, sind so ein bisschen Hit and Miss, weil das eine ist halt, also lange Pässe können ankommen, aber das sagt nichts darüber aus, mit welcher Schärfe der getreten wurde, ja, und was kann dein Gegenspieler oder Mitspieler damit anfangen. Weil oft ist es so, ein langer Ball ist vielleicht so lange in der Luft unterwegs, dass dein Spieler ihn zwar kriegt, ja, aber bis dahin die halbe Mannschaft wieder verschoben hat und der Raumgewinn weg ist. Deswegen, ich finde, seine langen Pässe sind ein bisschen Hit and Miss, aber er trägt den Ball, wenn er ihn nach vorne trägt, dann auf jeden Fall eher übers Passen. Er ist keiner, der mit Ball am Fuß wahnsinnig viele Carries macht. Also Progressive Carries gehört ja zu den unteren 21%. Einzige, was auffällig ist, dass er trotz allem bei der Progressive Carrying Distance, also der Summe an Metern, die er nach vorne macht mit Ball, relativ gut abschneidet. Das heißt, bei den wenigen progressiven Läufen mit Ball, die er macht, macht er anscheinend relativ viele Meter. Ich würde ihn auch holen, vor allem, weil ich finde, meine persönliche Meinung, die Gladbacher Mannschaft als Ganzes, aber es gilt auch für die Innenverteidigung, fand ich ein bisschen zu sehr Begleitschutz in der abgelaufenen Saison. Ein bisschen passiv, ein bisschen wenig Zweikampfhärte. Und Roos große Stärke ist im Spiel gegen den Ball. Das ist ein sehr, sehr aktiver Verteidiger, der die Duelle sucht. Der ist dann in Top 10% für geführte Zweikämpfe im defensiven Drittel und ist in der gesamten Ligue 1 laut Y-Scout Platz 8 gewesen für den Anteil gewonnener Defensivzweikämpfe. Also gewinnt laut Y-Scout, glaube ich, 73% seiner defensiven Duelle, hat er echt eine starke Statistik, ist einfach jemand, der gut im Verteidigen ist, der so ein bisschen diese Passivität aufbrechen könnte. Und in der Luft ebenfalls stark. Auch da finde ich... Ist ja relativ klein, oder? 1,86? Ah, okay. Das ist eine ordentliche Größe. Ja. Aber da gab es einen Tweet im Februar. Februar war natürlich noch während der Saison vom Twitter-Kanal Football Wonder Kids, wo es darum ging, U21-Verteidiger und gewonnene Luftzweikämpfe. Da war Roald Nummer 1 mit 60, klar vor dem nächsten mit 49. Also ist jemand, der in der Luft gut ist und einfach gutes Timing hat, gutes Gefühl. Also ich finde, er macht das sehr, sehr oft sehr gut, dass er nach vorne verteidigt. Also er antizipiert, was kommt und verteidigt dann aus der Kette raus nach vorne und hat da, wie ich jetzt schon finde, mit 22 Jahren einfach ein gutes Gefühl für entwickelt. Einzige Besonderheit, die ich bei ihm sehe, ist, wenn er Flanken verteidigt, die von rechts kommen, klärt er sie immer, wenn die so halb hoch kommen, mit seinem rechten Außenriss. Also es ist sehr auffällig, dass er immer mit dem Außenriss die Bälle dann so klärt und ungern den linken nimmt. Aber da kann man auch dann arbeiten. Manchmal auch ein bisschen ungestüm. Manche 50-50 Duelle sehen ein bisschen unglücklich aus. Aber das rohe Paket für einen 22-Jährigen, der vielleicht günstig zu haben sein sollte, finde ich sehr, sehr vielversprechend. Ja, spannender Spieler, der auch bei mir schon auf dem Radar, wie gesagt, aufgetaucht ist. Ich habe ihn mir jetzt noch nicht im Real Life in Gänze angeschaut. Das Einzige, wo mein Bauchgefühl jetzt auch, ich bin gespannt, wer deine anderen beiden Spieler sind, aber mit Darami und Roo, gerade wenn ich mir die Viererkette jetzt so anschaue, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, die ist gefühlt im Durchschnitt 22. Ja, das ist relativ jung. Also ist schon jung. Eine sehr junge also Viererkette. Also Vitacura ist 26 natürlich, aber ja, er hat recht, Netz, Scully und Roo sind schon sehr, sehr jung. Das genau. Ist richtig, ja. Also da sehe ich dann so ein bisschen Inkonstanz und Fehlerpotenzial. Du hast natürlich Marvin Friedrich noch mit einer Erfahrung, Toni Janschke logischerweise. Aber Friedrich soll ja auch bei Sevane erstmal einen ganz ordentlichen Stand haben, so wie es Stand jetzt aussieht. Und es ist ja wohl auch nicht im Bereich des Undenkbaren, dass eine Dreierkette möglich wäre. Ah ja. Wenn dann plötzlich ein Friedrich noch reinrutscht, dann kriegst du nochmal eine andere Routine rein. Natürlich genau. Ein anderer Erfahrungslevel, ja. Dann rücken wir mal zu meinem Königstransfer nach vorne auf die 10. Das ist ein Transfer, beziehungsweise ein Spieler, den ich schon mehrfach gerne irgendwo unterbekommen hätte, weil ich den Spieler sehr mag und das Potenzial auch für ziemlich groß halte. Das Ding ist aber, jedes Mal habe ich gedacht, der geht zu Gladbach. Dieses Match ist made in heaven. Das ist ein Transfer, der auf der Hand liegt, wo es auch schon Gerüchte gibt und auch es positiv aussieht, dass das vielleicht klappen könnte. Es wäre für mich ein riesiger Gewinn. Wenn es der ist, der ich glaube, das ist, bin ich froh, dass ihn einer von uns mitgebracht hat. Ja, sehr wahrscheinlich ist es derjenige, weil, wie gesagt, es ist ein Match made in heaven. Das ist ein junger, talentierter Spieler, der unter Seoane
bei Bern den Sprung zu den Profis geschafft hat. Einen, ja, wie gesagt, an den glaube ich, den mag ich sehr. Sein Name Fabian Rieder, den ich auch schon länger auf dem Radar habe, mich schon häufiger angeschaut habe. Und das letzte Mal, als ich ihn mir angeguckt habe, da war ich nicht, also da habe ich gesagt, ja, ist gut, ist ein netter, junger Spieler, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Jetzt habe ich noch mal viel aus dieser Saison, vor allem aus dieser Rückrunde angeschaut und der hat noch mal einen Sprung gemacht. Das ist ein zentraler Mittelfeldspieler beziehungsweise zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der einfach ein gutes Komplettpaket mitbringt, sehr ausbalanciert. In vielen Bereichen gut, aber jetzt nicht überragend, ja. Aber in wenigen bis gar keinen Bereichen auch jetzt irgendwie auffallend schlecht. Ich habe also trotzdem mal drei Stärken rausgesucht. Also auch positionsflexibel? Er könnte, glaube ich, auch eine 8 spielen, ja. Oder eine offensive 6. So ja. Box zu Box würde er, glaube ich, auch noch hinbekommen. Das ist jetzt kein Edeltechniker auf der 10, den du. Weil ich sag gleich die drei Stärken und dann wirst du wissen, was ich meine. Stärke Nummer 1, Schuss mit links. Brutal gute Schusstechnik. Also auch bei Standards, auch bei Freistößen sind wir schon beim nächsten Punkt, Standards. Macht er ab und zu ein paar Screamer, sogenannte. Ja. Ja. Finde ich gut, ja. Der kann wirklich die Screamer von der Strafraumkante mit dem linken Hammer in den rechten Winkel so ungefähr. Hat er mehrere gezeigt. Standards, zweite große Stärke. Wirklich richtig gute Standards mit dabei gewesen. Und die dritte Stärke ist das nicht etwas, was man von einem Zehner jetzt unbedingt erwartet. Defensivverhalten. Das ist ein Spieler mit einem unglaublichen Motor, nenne ich das. Also weißt du, der immer mit zurückarbeitet. Es gibt viele Szenen, wo der wirklich meterweit Rückstand hat und dem Ball hinterherjagt, beziehungsweise dem Spieler mit dem Ball hinterherjagt, in den Zweikampf geht und häufig halt auch diesen Zweikampf gewinnt, ist sich für keinen Sprint zu schade und der lebt wirklich fürs Gegenpressing. Der liebt das offensichtlich. Also weiß ich nicht, ob er es wirklich tut, aber es sieht zumindest danach aus, weil der kann richtig giftig dann in diese Zweikämpfe auch gehen. Ist natürlich ultra wichtig dann auch für eine Mannschaft, die wahrscheinlich den Ball auch haben will mit Cioane. Ich habe mal eine typische Szene mitgebracht, wo er den Ball selber im Mittelfeld miterobert. Das machen sie in dem Fall zu zwei, aber das kann er eben auch alleine. Erobert den Ball, trägt den Ball dann selber nach vorne, findet, also meistens trägt er ihn selber nach vorne oder er findet einen Mitspieler in der Tiefe. Hier zum Beispiel macht das Ganze unter Druck mit einem wirklich ultra genialen Steilpass in die Tiefe. Der kommt so passgenau an. Ihr seht es jetzt gerade, wo der ankommt. Da gab es keinen Kontakt von dem Mitspieler vorher. Das ist der Punkt, wo die beiden sich treffen, Ball und Mitspieler. Also ein top getimter Pass und halt ein richtig starker Umschaltspieler mit Ball. Wie gesagt, er kann den Ball nach vorne tragen oder er spielt halt selber den Pass in die Tiefe. Super Spieler, super Match. Einzige Frage ist, wie viel er kosten würde. 15 Millionen Euro Marktwert. Man hört tatsächlich aber das, ich weiß nicht, ob eine Klausel damit im Spiel ist, aber ich habe jetzt mehrfach so von 11, 12 Millionen was gelesen. Vielleicht sogar noch weniger. Wüsste nicht unbedingt, warum. Aber wenn Gladbach den bekommen kann, ich plane ihn jetzt mal mit 15 ein. Ja. Einfach damit es einfacher bleibt, weil ich glaube auch, dass er es wert ist, dass man da 15 Millionen zahlt. Das ist mein Königstransfer. Und ich glaube, es passt perfekt. Und ich glaube, es ist auch jemand, den wir realistischerweise dann tatsächlich auch passieren sehen könnten. Ja. Weil das klingt tatsächlich positiv. Also der aktuelle Wasserstand ist, glaube ich, der, dass man sich ja durchaus Hoffnung machen kann, dass er kommt. Und ja, wie du gesagt hast, alleine schon das Matchup, wieder zusammenarbeiten mit Cioane, ja. Da sind viele, viele Dinge, die für so einen Transfer sprechen würden. Also Alter habe ich noch nicht dazu gesagt, ich habe immer nur von einem jungen Spieler gesprochen, 21, das gilt natürlich dann für ihn das, was du über Roh gesagt hast, einen jungen Spieler holen, der gesetzt ist, der viel spielen wird, der wirklich so eine tragende Säule werden kann. Und wo man dann schauen kann auch, was der vielleicht in 2-3 Jahren an neuem Marktwert abruft, weil das ist letztendlich der Weg, finde ich, den Gladbach einschlagen muss. Du brauchst ein paar von denen im Kader, die irgendwo dann auch einen Wiederverkaufswert haben. Also was man nicht, den Fehler, den man nicht machen darf, ist, glaube ich, in Fabian Rieder so ein absolutes Weltklasse-Talent sehen. Ja. Das passt auch vom Spielertyp nicht, eben mit dieser Ausbalanciertheit, mit diesem Komplettpaket. Das liegt, also der spielt mit 21 noch bei Bern. Das sagt einiges, glaube ich. Aber trotzdem ist es einer, der ein richtig guter Bundesligaspieler, glaube ich, werden kann. Das hoffe ich, trifft für meinen Sechser auch zu. Wobei er ein bisschen älter ist schon als Fabian Rieder. Meiner ist 24 Jahre alt. Du hast ja ein Neuhaus auf der Sechs. Ich habe überlegt, was mache ich mit Florian Neuhaus? Weil 10 ist auch so Hit and Miss bei ihm. Er hat seine Momente, aber das sah auch nicht immer überzeugend aus. Aber Weigel und Neuhaus ist auch so, wo ich sage, da fehlt mir ein bisschen
Giftigkeit. Wer got the dog in him? Ja, wo ist der Dog in den beiden? Ja, verstehe ich. Und ich habe jemanden gesucht, der den Dog hat, aber eben auch ein progressives Element nach vorne mitbringt, der eine Dynamik reinbringt, die Weigel da nicht hat. Weigel ist ja ein, also ist für mich so ein Fixpunkt auf der Position, der auch keinen großen Radius hat, würde ich jetzt sagen, der aber von dort aus, wo er es die Position gut hält, dann auch klug verteidigen kann mit Antizipation und Stellungsspiel, aber jetzt auch keiner, der irgendwie ein Zweikampfmonster wäre, was das reine Volumen angeht und jemand, der die Pässe tendenziell auch sicher, sehr, sehr sicher sogar, das ist eine große Stärke, aber jetzt auch nicht hochriskant verteilt. Mhm. Und habe jemanden gesucht, der ein gutes Gegenstück dazu sein könnte. Wie gesagt, 24 Jahre alt, hat in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Standard Lüttich gespielt, steht nämlich bei Brighton unter Vertrag und hört auf den Namen Steven Alzate. Mhm. Ja, da kommt einer aus der Kiste. Ja, da musst du mich abholen. Steven Alzate ist bei Brighton schon seit 4 Jahren, glaube ich. Seit 2017. Der ist seit 6 Jahren bei Brighton. Damals erst noch, glaube ich, in die U23 gewechselt, hat dann ein paar Leihstationen hinter sich gebracht und hat da nie so ganz den Durchbruch geschafft. Hat aber insgesamt in 43 Premier League-Spiele gemacht, von denen er 27 in der Startelf stand. Mhm. Hatte auch in der Premier League seine Momente schon. Hat auch so mal ein Siegtor geschossen bei einem 1-0-Sieg gegen Liverpool. Also ein Spieler, der durchaus mal Augenblicke hatte, aber nie nachhaltig sich durchgesetzt hat. Ist unheimlich flexibel einsetzbar, hat 6 gespielt, hat 8er gespielt, hat 10er gespielt, hat linkes Mittelfeld, rechter Verteidiger gespielt, also wirklich ein Schweizer Taschenmesser, der auf vielen verschiedenen Positionen gut funktionieren kann und das auch potenziell für Gladbach machen könnte. Das finde ich auch so charmant an ihm, dass ich glaube, er muss nicht nur da spielen, er könnte auch auf anderen Positionen nützlich für die Mannschaft sein. Vertrag, wie gesagt, bis 2024, seine letzte Verlängerung war 2020. Ich glaube nicht, dass er damals von Brighton mit einem Gehaltspaket ausgestattet worden ist, das nicht zu stemmen wäre für Borussia Mönchengladbach. Vertrag läuft in einem Jahr aus. Neueste Meldung war, Brighton würde Stand jetzt mit ihm planen im Kader. Aber wenn du mal schaust. Brighton hat sehr viele Spieler im Kader aktuell. Das ist mir neulich mal aufgefallen. Also mal schauen, was mit Caicedo passiert, aber wenn er bleiben sollte. Also Caicedo, Dahoud, Billy Gilmore, Pascal Gross, Ayari, die auch ein großes Talent ist. James Milner ist mit reingekommen. Ja, da ist einfach eine große Liste an Konkurrenz da, wo ich mir vorstellen kann, dass man am Ende dann vielleicht doch bereit wäre, so einen Spieler ziehen zu lassen. Und habe dann auch gesagt, bei einem Jahr Restvertrag, der Marktwert ist, glaube ich, 4 Millionen, 5 Millionen Euro. Also kein großes finanzielles Paket, was man da schnüren müsste. Zum Spieler, was Alzate mitbringt. Unheimlich gute Passqualitäten. Wir sehen hier eine Statistik von Y-Scout. Hat jemand anderes sich die Mühe gemacht, das Y-Scout-Daten zu übersetzen in Perzentile. Mhm. Da sieht man eben, wo seine Stärken liegen. Seine Stärken liegen in der Genauigkeit der Pässe, die er nach vorne spielt, also progressive Pässe-Genauigkeit. Sie liegen in der Genauigkeit auf kurze und mittlere Distanz. Erfolgreiche Dribblings, sehr, sehr gute Statistiken weist er da auf. Und aber auch ein hohes Volumen an defensiven Duellen. Zum Defensivverhalten noch gleich ein bisschen mehr. Wir haben eine beispielhafte Szene, wo er zeigt, was ihn ausmacht. Der hat eine unheimlich gute Beweglichkeit, Rotation an der Hüfte, einfach ein dynamischer Spieler, der eine hohe Pressing-Resistenz hat. Wir haben hier eine Szene aus dem Spiel gegen Gent, wo er angespielt wird und unmittelbar 3 Gegenspieler um sich herum hat. Der erste spekuliert darauf, dass er den Ball zurückspielt, weil er vor sich eben 2 hat, lässt den ersten aussteigen, orientiert sich nach vorne, macht einen schönen Drop of the Shoulder, wie die Engländer sagen, eine schöne Körpertäuschung, geht in die andere Richtung weg und spielt dann mit einem Außenriss und passt auf seinen freigewordenen Mann und hat sich mit 2 Bewegungen im Prinzip aus einer Pressing-Situation mit 3 Gegnern befreit. Und das siehst du bei ihm sehr, sehr oft, dass er mit einer Eleganz und einer Ruhe am Ball sich aus teilweise auch wirklich schwierigen Drucksituationen befreien kann. Defensiv nicht zu unterschätzen. Hier mal eine Übersicht von Y-Scout verglichen mit Kone und Weigel. Führt ungefähr dieselbe Menge an defensiven Duellen, wie Manu Kone das gemacht hat. Hat aber eine Erfolgsquote von 68,7%. Kone 59%. Klar, Bundesliga, belgische Liga, muss man mit reinfaktorisieren. Aber ist ein aktiver Spieler, ist auch im Interceptions-Bereich, auch bei Possession Adjusted, also Ballbesitz bereinigt, sowohl vor Kone als auch vor Weigel unterwegs und hat definitiv eine gewisse Galligkeit, eine Giftigkeit in der Art und Weise, wie er auftritt. Ich würde es ein spannender Spieler, der, glaube ich, viel Potenzial noch hat, trotzdem noch 24 Jahre und der auch noch, wenn er jetzt plötzlich mal irgendwo hinkommen würde in einer Top-Liga und da auch spielt, wirklich nochmal explodieren könnte. Also Steven Alzate ist, glaube ich, mit einem kleinen Preispaket ein sehr, sehr spannender Spieler. Ich kann da nicht viel hinzufügen, weil mir der Spieler bis eben nicht viel gesagt hat.
Aber so wie du das erzählst, klingt das nach einem ganz guten Match sozusagen für dieses Mittelfeld. Was ich mir halt bei mir vorstellen könnte, ist, dass Weigl so ein bisschen hier diesen tiefen Sechser übernimmt und die beiden dann halt so quasi zwei Achter/Zehner geben. Das würde, glaube ich, ganz gut aussehen in meiner Welt. Du fängst das halt mit einem Spieler ein bisschen auf. Also wenn er dann zum Beispiel einen 3-1er-Aufbau spielen kann oder generell einen 1er-Aufbau liefern kann, dann halt Julian Weigl. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Lass uns weitermachen mit der Stürmerposition. Da muss natürlich jemand gefunden werden. Man hat schon jemanden aus der Bayern-Jugend ablösefrei geholt. Grand Leon Ranos, 19 Jahre alt. Genau, aber der alleine wird Thürams Abgang nicht auffangen können. Ja, wir fangen mal kurz hier in Klammern ein, dass es gerade jetzt heute, glaube ich, aufgekommen vor der Aufnahme Gerüchte gibt um einen tschechischen Stürmer, der wohl für ein relativ teures Preispaket kommen soll. Laut Florian Plettenberg ist das schon relativ weit fortgeschritten, aber das hindert uns nicht daran, glaube ich, alternative Vorschläge zu machen. Vor allem ist das Witzige, ich habe mal geguckt, welchen Stürmertyp hätte Seoane vielleicht gerne. Habe deshalb geguckt, was für einen Stürmertyp hatte er bei Bern, bevor er in die Bundesliga kam. Und da gab es halt einen Spieler mit Jean-Pierre Nzame, der bei Bern in Seoanes letzter Saison fast 30 Scorer gemacht hat. Ja. Was ist das für ein Spieler? Das ist ein richtiger Zielspieler. 1,88 groß, richtig gut mit dem Rücken zum Tor, enorm kopfballstark. Du hast also auch keinen neuen Thuram gesucht. Nein. Nicht wirklich. Also wirklich ein großer Zielspieler, der viele Ballberührungen im Strafraum hat, vor allem guten Torriecher hat, also so ein bisschen Knipser-Instinkt da hat, also eine hohe Goal-Conversion-Rate prozentual zu den Schüssen aufs Tor, der sich wirklich auch im Zentrum zu Hause fühlt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin verzweifelt. Weil ich habe wirklich viele Spieler, also wir haben dann so die Filter im Scouting-Tool eingegeben und alles Mögliche gemacht, da kamen viele interessante Spieler und ich bin nach und nach immer weiter verzweifelt, weil die meisten davon haben gerade ihren Vertrag verlängert, haben schon gesagt, dass sie nicht wechseln wollen oder sind gerade erst gewechselt. Ja, ich hatte oft auch das Gefühl, dass man auf etwas stößt, das war so entweder also zu teuer oder zu schlecht. Das war oft auch so. Aber zum Beispiel bezahlbar, Tim Kleindienst wäre perfekt für diese Rolle gewesen. Der wird nicht wechseln. Es gibt bei Bern jetzt auch interessanterweise wieder einen Cedric Itten, den kennen wir vielleicht noch aus Fürth, der hat sich richtig gut entwickelt. Da gab es sogar Gerüchte, hat gesagt, er wechselt noch nicht. Und jetzt habe ich jemanden geholt, da weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Aber ich finde es nicht komplett unlogisch. Und es gibt mehrere Sachen, die dafür sprechen, leider auch ein paar, die dagegen sprechen. Da müssen wir einmal kurz durchgehen, weil der Spieler ist erst vor einem Jahr festgewechselt. Der Spieler kennt das aber, fast jedes Jahr bei einem anderen Verein zu spielen. Er hatte schon viele Leihen hinter sich. Zum Beispiel letztes Jahr ist er am 1. Juli zu Boavista Porto gewechselt und am 2. Juli weiterverkauft worden zu Benfica Lissabon. Deshalb, glaube ich, ist eher eine Leihe mit Kaufpflicht oder Kaufoption spielt hier eine Rolle. Der war, wie gesagt, fast 100 Mal verliehen. Wir kennen ihn auch aus einem halben Jahr Union Berlin. Wie gesagt, stand jetzt spielt er bei einem Champions League Viertelfinalisten mit Lissabon, aber er spricht trotzdem einiges dafür, zum Beispiel 7 Millionen Euro Marktwert, ausschließlich Joker gewesen. Richtig spannend, der hat 30 Ligaspiele letztes Jahr gemacht. Aber 640 Minuten. Das ist verdammt wenig. Der ist immer nur als Joker reingekommen. Und dann, das sind irgendwie so 20 Minuten pro Spiel oder so. Genau. Der hat teilweise nur irgendwie so eine Handvoll Minuten gespielt. Manchmal 20, 25 vielleicht sogar. Er hat 7 Tore und 3 Vorlagen erzielt. Das ist für 640 Minuten absurd. Das ist sehr ordentlich, ja. Und mach du dir mal den Spaß und ruf das FB-Ref-Profil von Petar Musa auf. Weil das ist, da sage ich gleich was zu, das ist ein bisschen irreführend, aber es ist ein feuchter Traum. Es ist ein feuchter Traum für alle, für die ein FBref-Profil ein feuchter Traum sein kann. Aber man muss es natürlich ins Verhältnis setzen, das sind pro 90 Werte, also pro 90 Minuten Werte. Und er hat halt in der Zeit, in der er gespielt hat, sehr gut gespielt. Ich finde nicht, dass es lädt. Aber das Ding ist halt, mir ist aufgefallen, dass viele seiner Statistiken wirklich in Garbage Time nennen das die Amerikaner. Also wirklich, Spiel war meistens schon gelaufen für Benfica. Da kam er rein, hatte sehr viel Platz immer, hat da echt wirklich noch abgeräumt. Aber das ist schon ein schönes FB-Ref-Profil. 99. Ja, okay. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, darf man sich nicht in die Irre führen lassen. Aber er ist meiner Meinung nach der perfekte Spielertyp. Der war bei Union, ja. Genau, ein halbes Jahr, relativ unspektakulär. Hat aber wirklich sich noch mal gut entwickelt, gerade bei Boavista.
ich weiß halt bei ihm nicht, ob er das Niveau Champions League-Spieler hat oder Stammstürmer, wenn Gonzalo Ramos Benfica verlassen würde. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er in seinem Alter, ist mittlerweile 25, wirklich noch so eine Joker-Rolle haben will. Bei Gladbach wäre er die ganz klare Nummer 1 und es wäre in meinen Augen auch eher die Kragenweite. Ist 1,90 groß, der ist ein sehr kompletter Stürmer, aber schon eher Typ Zielspieler. Entsprechend stark ist er tatsächlich auch in der Luft, aber auch am Ball. Gutes Ballgefühl, gute Übersicht für die Mitspieler. Mir ist eine Sache aufgefallen, wirklich so ein Muster, was ich immer wieder gesehen habe. Musa geht so in den rechten Halbraum so ein bisschen aus dem Zentrum raus, wird dann meistens mit dem Rücken zum Tor angespielt, macht den Ball fest, schirmt ihn ab, hat genug Körper dafür und spielt dann einen super Pass zu einem Mitspieler, vor allem in die Tiefe. Haben wir hier zwei Szenen. Einmal halt in die Tiefe und einmal, wie er wirklich eine unglaublich schwierige Ballannahme macht. Der Ball kommt mit einer flachen Flanke nach innen und er nimmt den Ball quasi so im Aufdrehen an. Mhm. Super schwierig zu verarbeiten. Der Ball klebt quasi an seinem Fuß ein, Kontakt, spielt ihn weiter zu einem völlig freien Mitspieler. Macht einen Schlüsselpass pro 90 Minuten, 0,21 Expected Assists pro 90 Minuten. Das sind wirklich absurde Werte. Wie gesagt, muss man im Verhältnis sehen. Weil zum Beispiel auch 0,78 Tore pro 90 Minuten wäre ein richtig krasser Wert. Er könnte ein bisschen mehr Knipser sein. Er sucht schon ein bisschen zu viel den Mitspieler dann, ja, auch wenn er den Ball in einer aussichtsreichen Position bekommt. Er ist auch kein Speedster. Umschaltspiel, hat einen guten Antritt. Also für Umschaltspiel, mhm, der kann wirklich schnell ein paar Meter machen. Aber keinen, den du ständig tief schickst. Ist auch keiner, der ständig tiefe Bälle annimmt. Also auch statistisch gesehen nicht. Ich habe halt keine Ahnung, ob Roger Schmidt ihn gehen lässt. Wenn ja, wäre es ein sehr, sehr guter Transfer. Ich würde jetzt mal sagen, eine Leihe mit Kaufpflicht für 10 Millionen, ja, 7 Millionen Marktwert. Da macht Benfica innerhalb kurzer Zeit relativ großen Gewinn. Verdoppelt, glaube ich, sogar. Er wäre auf jeden Fall der richtige Spieler dafür. Also er hat ja offensichtlich dann auch Qualitäten im Kombinationsspiel. Das, ja, legen ja die Statistiken, ja, nahe. Es ist kein reiner Verwerter. Er muss nicht immer das letzte Lied in der Kette sein. Ich glaube, das wäre auch nicht seine Rolle. Er ist so eher dieser mitspielende Zielstürmer. Mhm. So, der den Ball festmachen kann, der kann auch gut abschließen. 7 Tore kommen jetzt nicht von ungefähr. Ja. Aber er sucht halt auch viel die Mitspieler und deswegen finde ich es dann halt auch spannend, wenn du zwei offensive Flügelspieler hast oder halt einen sehr torgefährlichen Zehner dahinter. Also ich kann nur sagen, wir haben uns im selben Land bedient. Also wir, oh ja, in derselben Liga haben wir uns, ja, bedient. Ich bin nämlich auch nach Portugal gegangen. Eine sehr gute Liga, um sich, ja, zu bedienen. Und oh, dann weiß ich. Wie alt ist der? Ich glaube, er ist 26. FC Porto? Ja. Ja, dann weiß ich, wen du holst. Weißt du, wen ich hole? Ja, ja, ja. Der passt auch sehr gut, finde ich. Also, weil ich habe überlegt, 22, 24, 21, Netz ist jung, Scully ist jung, ja, viele junge Spieler und ich hätte gerne eine Achse, eine Wirbelsäule. Und Omlin ist ein Teil davon, Itakura könnte der andere sein, Weigel und dann eben noch vorne jemand im Zentrum. Also jemand, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, der ein bisschen was gesehen hat. Ja. 26 Jahre alt, Vertrag bei Porto bis 2027, weil er auch im April erst verlängert hat, aber deswegen habe ich ihn ausgeschlossen. Ich habe ihn mit in der Liste gehabt. Aber ja, er spielt halt de facto keine Rolle. Ja. Oder er ist zweite Geige. Also er rotiert rein, aber er ist nicht A-Stürmer, Stürmer Nummer 1. Und es gab jetzt auch schon Gerüchte darum, dass Valencia zum Beispiel, mhm, Interesse haben soll und Porto wohl auch nicht abgeneigt wäre. Da ist wohl das Problem, dass Porto gerne sofort fix verkaufen wollen würde. Mhm. Und Valencia möchte erstmal nur ausleihen. Ja, weil die haben kein Geld. Ja, die haben nämlich kein Geld. Die Rede ist von Toni Martinez. Ja. Gehen wir mal hier hin. 1,87 groß und dem sein FBref-Profil sieht im oberen Segment ein bisschen ähnlich aus wie das von deinem Spieler, was, ja, auch dadurch geschönt wird, dass er eben Minuten oft über Einwechslungen und, genau, über Joker-Einsätze gesammelt hat. Hat aber in der abgelaufenen Saison 5 Tore gemacht und 4 vorbereitet und insgesamt für Porto in den, glaube ich, fast 3 Jahren, die er jetzt da ist, in der Liga in 2200 Minuten 15 Tore gemacht. Mhm. Untergebrochen heißt das alle 146 Minuten ein Tor. Wenn man das hochrechnen würde auf eine gesamte Bundesliga-Saison zum Beispiel, niemand oder die wenigsten Spieler machen 34 Spiele a 90 Minuten, wären das aber in der Theorie 21 Tore, nur um zu zeigen, dass wenn du alle 146 Minuten triffst, bist du auf einem guten Weg. Ja. Dann machst du als Stürmer einen guten Job. Ich habe, wie du auch schon gesagt hast, nicht nach dem Spielertyp Thuram geschaut. In meinem Fall war mein Vorbild Patrick Schick. Ah, ich, ja, habe überlegt, was ist so, ja, also, und ich finde, Toni Martinez kann man ganz gut als eine Art B
bis vielleicht sogar C-Version, aber eine B- oder C-Version von Patrick Schick bezeichnen, ja, weil er nicht ganz dieselbe körperliche Präsenz hat, also 1,87 versus 1,91. Und was Patrick Schick hat, ist halt herausragendes Ballstriking. Also die Schussqualität, die Abschlussqualität von Schick ist einfach herausragend gut. Auch da kann er nicht mithalten. Aber er ist jemand, der im Kopfballspiel unheimlich gefährlich ist. Gehört in den Next Eight Ligen. Also es sind halt unter anderem portugiesische Eredivisie, englische Championship und Co. Gehört er zu den Top 6% für Stürmer, was Anteil gewonnener Kopfballduelle angeht. Und ist auch jemand, der mit dem Rücken zum Tor Bälle festmachen kann. Hab ja auch ein Beispiel aus einem Spiel gegen Sporting, wo ein langer Ball von hinten kommt. Martinez läuft von rechts aus ein, steigt dynamisch ins Kopfballduell hoch, gewinnt es, leitet den Ball in den Lauf weiter, in den Lauf seines Sturmkollegen, der trifft zum 2:0 für Porto in dem Fall. Und ist keiner im Gegensatz zu Daim, der sich übermäßig fallen lässt zum Kombinieren oder ist generell nicht so ein Kombinationsspieler. Das ist nicht seine Rolle. Er ist jemand, der den Strafraum liebt und sucht. Ist auch Top 6% für Ballkontakte im Strafraum pro 90 Minuten. Also jemand, der wirklich gerne in die Box geht und sich da wohlfühlt. Aber es ist kein Faulenzer à la Lucas Alario zum Beispiel. Lucas Alario ist jemand, der möchte die Dinger gefühlt auf dem Silbertablett serviert haben. Ja. Was du bei Martinez, was ich da auffällig finde, ist, er bietet immer wieder aufs neue Läufe an, immer wieder. Und du siehst, wenn du ihn anschaust und Spiele von ihm schaust, dass er immer auch wieder mit dem Arm anzeigt, hier will ich ihn hinhaben, da gehe ich rein. Also die Läufe ganz, ganz aktiv andeutet und auch macht. Auch hier wieder eine Szene aus einem anderen Spiel gegen Sporting, wo Martinez im Rücken steht von seinem direkten Verteidiger, schon den Arm hebt, während der Pass noch auf dem Weg zum anderen Spieler von Porto ist. Während der Pass unterwegs hebt er schon den Arm, macht einen gecurveden Lauf, also auf die Innenseite, geht in die Tiefe, kriegt dann den Ball eben diagonal tief reingeschlagen hoch, nimmt ihn mit dem starken rechten Fuß mit dem ersten Kontakt an, hat die körperliche Präsenz und dem Verteidiger im Rücken abzuwehren, abzuhalten und schließt dann mit links clever ab. Ich würde sagen, ist ein cleverer Spieler, ein intelligenter Spieler in der Box, der seine Räume findet und dadurch sich in gute Abschlusspositionen bringt. Das spricht auch für, dass er einen XG-Wert von 0,55 pro 90 Minuten hat. Auch das Top 6%. Deswegen seine Schussqualität, also die Schüsse zum Beispiel von ihm von außerhalb der Box, die ist nicht herausragend gut, aber er ist clever, wenn er im Strafraum in Abschlusssituationen kommt. Und ist für mich so ein Spieler, habe ich mal veranschlagt jetzt hier, vielleicht kostet er 10 Millionen Euro, wenn es hochkommt. Marktwert 7 Millionen Euro, 26 Jahre alt. Und das wäre so jemand, der könnte, glaube ich, wenn er bei Gladbach spielt, so eine Benchline liefern von 10 Toren plus. Also 10 Tore kannst du erwarten, alles andere ist Bonus. Ja. Und das ist, glaube ich, für einen Verein wie Gladbach schon absolut ausreichend. Bonus für ihn wäre, glaube ich, auch, und was vielleicht Chancen erhöhen würde, er ist Spanier. Hat aber erstens in England ein paar Jahre verbracht, war bei West Ham in der Jugend. Also dürfte auch ein gewisses Level an Englisch sprechen. Und Seoane spricht ja auch fließend Spanisch. Ja. Das heißt, Trainer, Spieler müssten da auch eine gute Connection haben. Und deswegen, ich fände Toni Martinez in einem etwas erfahreneren Segment, wäre, glaube ich, für Gladbach keine schlechte Wahl. Ich kann zu 100% zustimmen. Der war auf meiner Liste mit diesen großen Zielspielern. Hat tatsächlich für mich sogar nach dem, was ich gesucht habe, sogar noch ein bisschen besser gepasst. Ich habe ihn halt ausgeschlossen, weil ich gesehen habe, gerade erst den Vertrag verlängert. Ja. Ich bin aber eigentlich auch immer derjenige, der sagt, hat nichts zu bedeuten. Heutzutage weiß Gladbach nur zu gut. deswegen, wenn das realisierbar ist, würde ich da kein Wort gegen sagen. Finde ich einen spannenden Spieler und Seoane wird den Spielertyp sehr mögen. Musa ist der deutlich besser im Mitspielen ist, hast du ja schon gesagt. Glaube ich, Martine strahlt aber ein Ticken mehr Torgefahr. Vor allem ein bisschen mehr Zentrumsliebe aus. Ja. Also das ist ja das, wo wir immer bei den Bayern drüber gesprochen haben. Mhm. Wir wollen einen Stürmer da haben, der sich im Zentrum wohlfühlt, weil es einfach wirklich schwierig ist, sich da wohlzufühlen zwischen all den Spielern. Musa tendiert schon gerne mal so ein bisschen auch in die Halbräume. Martinez wäre ein Top-Transfer. Generell, glaube ich, haben wir zwei richtig gute Mannschaften für Gladbach. Finde ich auch. Dafür, wie schlecht die Stimmung zeitweise war, wären das Mannschaften, wo ich sagen würde, da wäre ich zumindest, hätte ich Lust drauf, die mit dir anzuschauen und zu gucken, wie die performen. Aber der ganz große Haken ist halt, um das zu realisieren, was wir hier gemacht haben, musst du Kone für 40 bis 50 Millionen verkaufen. Sonst wird es schwierig. Aber wenn Kone bleibt, ist es natürlich auch ein Gewinn in sich für Gladbach, weil er ja auch eine Qualität hat. Ja. Aber falls er gehen sollte, dann sind das die Mannschaften, die wir mit der Kohle bauen würden. Das war unser Shopping-Guide für Borussia Mönchengladbach. Eure eigenen Wunschvorstellungen gerne in die Kommentare. Vorschläge für weitere Shopping-Guides gerne auch. Und den Kanal wie immer abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.